Im Frühjahr hatten wir endlich unseren ersten von der Firma bezahlten Heimflug nach Hause. Juhu, ich freute mich so sehr. Die Maschine war brechend voll von hauptsächlich von Arbeitern von verschiedenen Baustellen, die nur darauf lauerten, dass das Flugzeug die Grenze überquerte, damit sie sich ordentlich die Kante geben konnten. Was sie dann auch taten. Als wir nach knapp 7 Stunden im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen waren, schaute ich auf dem Fenster und konnte mich an den Farben unter mir gar nicht satt sehen. Mir war eigentlich gar nicht so bewusst gewesen, dass ich in Saudi eigentlich nur 2 Farben hatte. Es war eine große Freude, Mutti und Papa und auch Freunde wieder in die Arme zu schließen. Aber bei den Freunden fiel mir auf, dass sie irgendwie so fremd auf mich wirkten. Sie kamen mir plötzlich so unglaublich verändert vor. Sie regten sich über Nebensächlichkeiten auf, was ich überhaupt nicht begreifen konnte. Wieso sind die so anders geworden? Fragte ich Frank, als wir abends bei meinen Eltern im Bett lagen. Ja, und Frank sagte, die sind wie immer, du hast dich verändert. Der Urlaub wurde sehr anstrengend, denn Mutti und Katharina führten regelrecht Buch darüber, wann und wo, wie lange wir irgendwo gewesen sind. Und dann der Überfluss in den Geschäften. Also der kam ich überhaupt nicht mit zurecht. Ich hatte mich so auf Leberwurst gefreut und stand einmal da und konnte mich nicht entscheiden, denn das Angebot erschlug mich. Es gab feine, grobe, mit Kräutern, ohne Kräutern, ich weiß nicht was noch alles. Und entnervt verließ ich den Supermarkt ohne Wurst. Aber wir mussten ja einkaufen, es gab viele Sachen, die wir dringend benötigten. Und außerdem hatten uns Freunde aus dem Camp ja auch noch eine große Liste mitgegeben. Das war nämlich so Sitte, wer nach Deutschland flog, brachte auch den anderen Leuten etwas mit. Und das mussten wir auch noch einkaufen. Also es war sehr, sehr anstrengend. Wir hetzten von einem Termin zum anderen und versuchten, die Familie und Freunde auch zufriedenzustellen. Darum war ich nicht unglücklich, als wir irgendwann wieder am Flughafen standen und unser vieles Gepäck eincheckten. Und als ich kurz darauf mich in den Sitz fallen ließ, war ich erleichtert und fühlte mich so frei wie nie zuvor. Und als mich bei unserer Ankunft in Saudi der typisch arabische Geruch von Sand und Staub und die feuchte Hitze begrüßte, da dachte ich, ich bin ja wieder zu Hause. Es ging ja nicht allen Frauen so wie mir. Manche ertrugen auf Dauer das Campleben, die gnadenlose Hitze und die Eintönigkeit des Himmels überhaupt nicht und reisten relativ bald wieder ab. Aber ich nahm zufrieden mein gewohntes Leben wieder auf. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was auf mich zukam. Und ich wusste auch nicht, wie schwer das noch für mich werden würde, in diesen Ländern zu leben. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.